Liebe Freunde des Klötzchenbauens, wir haben uns heute hier versammelt, um eine weitere Runde Minecraft zu spielen. Dieses Video ist das einzigste, was in den ganzen Wochen und Monaten entstand. Ihr werdet nun merken, dass ich keine Ahnung mehr von Minecraft habe. Dass all mein Wissen, was ich in den ganzen Jahren bisher gesammelt hatte, verschwunden ist. Und ich wie ein Idiot alles, aber wirklich alles, wieder lernen muss. Okay, Schluss mit der Dramatik. Minecraft-Skin? Wie wär's mit Ankleiden? Ja, so ist das doch schon gleich viel besser. Jetzt fehlt aber noch dein Schwert. Das müsstest du auch noch zücken. Na siehste, geht doch. Und jetzt sind wir bereit für eine weitere Runde Minecraft. Ja, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Part 281 müsste das sein. Wir haben schon wirklich seit sehr langer Zeit kein Video mehr zusammen gemacht. Ich hoffe, euch freut meine kleine Rückkehr. Naja, was heißt Rückkehr? Ich war ein paar Wochen nicht da. Beziehungsweise als X-Gamer 032X nicht sonderlich aktiv. Manchmal hier und da ein Stalker-Video. Ich musste mich gerade hinsetzen, wenn ihr das gehört habt. Meine Stimmerhebung, das kam davon, weil ich mich gerade richtig hingesetzt habe. Aber wie gesagt, einmal zwischendurch ein Stalker-Video oder eins von dem oder dem Rennspiel. Aber jetzt geht's weiter mit Minecraft. Ich hoffe, ich kann euch damit eine kleine Freude machen und wie ihr schon in meinem versuchten guten Intro, naja, die vordere Szene vor dem Intro gesehen habt, habe ich versucht, das Ganze ein bisschen spannender auszubauen. Naja, gut. Was machen wir nach all dieser langen Zeit? Es war wirklich kein Scherz, ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wie alles hier so funktioniert, was man so, wie man was craftet zum Beispiel. Ich weiß aber, dass wir jetzt erstmal, wenn ich das noch nicht gemacht habe, die Monster wieder anschalten. Erst auf einfach, weil das wirklich verdammt lange her ist, dass ich gespielt habe und ich weiß nicht, wie ich mich mache. Ich weiß, dass das hier irgendwie dunkel ist. Und wir es immer auf 75 hatten, das weiß ich noch. So. Ich weiß, dass meine FPS-Zahl sehr gut ist im Moment. Und ich weiß, dass wir wieder zusammen sehr viel Spaß haben werden. Okay, das war Dummheit. Ich würde sagen, okay, das war gerade Fail. Oh Mann, ich bin voll durcheinander. Leute, nimmt mir das nicht so ernst, wenn ich jetzt so ein bisschen durcheinander bin. Aber ich weiß wirklich nicht, was wir so gemacht haben oder machen wollten. Ich weiß aber, dass wir jetzt so ein bisschen erstmal rumlaufen und uns unsere Welt einfach mal ein bisschen anschauen, was wir so gemacht haben. Als allererstes wäre natürlich hier unsere heißgeliebte Basis, wo wirklich sehr viele Stunden drauf gingen, die zu bauen. Unser Garten, Baumfarm, unsere Tiere, unsere Mine, da waren wir eben drin. Da seht ihr unsere Lagerkisten und unser Lagerhaus. Mit Braustand, alles drum und dran. Verzauberungstisch. Und hier sind unsere ganzen Baumarten, die wir hier angepflanzt haben. Das war früher mal ein Hundekäfig. Jetzt allerdings ist gar nichts mehr und es ist leer. Dieses Haus haben wir wirklich vor sehr langer Zeit angefangen. Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Ja. Wird auch auf jeden Fall noch weitergebaut. Denn, meine lieben Freunde der Sonne, weiß ich,
dass wir hier hinten irgendwo eine Falle angefangen hatten. Das müsste ungefähr hier gewesen sein, irgendwo. Da bin ich mir ziemlich sicher. Na? Da, genau. Ups. Hier hatten wir angefangen, eine Minecraft-Falle auszuheben, die mit Wasser funktioniert. Ey, vorher war das doch ein Schwein, jetzt ist es wieder Zombie. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Haben wir ausgehoben oder angefangen auszuheben. Dann hatten wir hier unsere Villa gebaut. Unsere erste Villa. Die auch fertig ist, so vom Gebäude an sich her. Einrichtung ist zwar noch nicht vorhanden. Ich weiß noch nicht, ob wir das jemals noch machen werden. Aber wir haben halt das Haus gebaut, das wirklich klasse aussieht. Wirklich Spitzenarbeit. Da hat sich jede Minute gelohnt. Ich finde das Haus wirklich richtig, richtig schön gelungen. Also, ich mag den Ausblick. Ich mag diesen großen Raum. Es ist einfach hell. Hier kann man sehr viel hinstellen. So, das Obergeschoss. Wird zwar langsam kleiner, aber trotzdem eine super Aussicht. Wir müssen ja auch eine Aussicht haben auf einen großen Hügel. Okay, der große Hügel verschluckt sich zwar etwas durch die Sichtweite des Spiels. Und hier haben wir auch nicht weitergemacht. Aber trotzdem, von der Seite schaut man sich das eh nicht an. Deswegen ist das nicht so schlimm. Wobei wir die Wolle mal mitnehmen können. Man weiß nie, wann man mal eine braucht. Wenn man von Teufel spricht, hier sind Schafe. Haben wir Schere dabei? Jo, wir haben eine Schere dabei. Wir haben alles dabei, weil wir Gott sind. Wir sind Gott. Oh, ein Scherengeräusch. Das ist mir neu. Schafe, ganz viele Schafe. Komm her. Aha, beweg dich mal nicht zu doll, so, sonst schneide ich nur was zu viel ab, du. Und dann schreist du. So, haben wir noch ein Schwein? Hier war doch irgendwie ein Schwein. Oder habe ich mich da enttäuscht? Ah, das ist nachgewachsen. Da oben auf dem Baum ist das Schweinchen da. Das wird jetzt massakriert. Das ist ja kein Schwein, das ist ein Schaf. Oh Mensch, das ist peinlich. Na gut. Kann ja mal passieren. Da, das ist jetzt aber ein Schaf. Nee, das ist auch ein Schaf. Ey, das sieht ja mal aus wie ein Schwein. Alter. Ach ja, Leute, noch was. Und zwar wird heute der Part nicht allzu lange gehen. Ich werde den Part an sich nur 15 Minuten lang machen. So als kleine Einführung in die Let's Plays wieder, denn wer weiß, ob dieses Mini-Comeback, sag ich jetzt einfach mal, gut ankommt oder eher nicht so. Da gucke ich dann drauf, deswegen das Video heute nur so kurz. So, schnipp schnapp, Wolle weg und ab. Das ist aber ein Schwein hier. Kann mir jemand erzählen, was er will, du? So. Einmal das. Oh, 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 knapp. Nicht ins Wasser. Oh. Ich wollte eigentlich brav sagen, aber dann kommen... Und dann wollte ich gar nichts mehr sagen, weil das dann alles sich dumm angehört hat. So. Ein kleiner Snack. Der sehr lange dauert. Haha, schnipp schnapp. Wolle ab.
Mann, 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 wir haben gleich wieder einen Stack. Ist das da Schnee? Tatsächlich, das ist ein Schneebiom. Ey, ich glaub das nicht. Gut. So. Mensch, Leute, haben wir hier ein Schneebiom? Haben wir das schon mal gesehen, oder? Mann, also dieser Wechsel zwischen Tag und Nacht. Diese Atmosphäre hier, die gefällt mir. Gleich müssen auch die Monster wieder erscheinen. Davor habe ich Angst. Nein, wir haben unsere Bögen. Ja, Quatsch hier. Dings. Unsere Pfeile sind nicht mehr da. Wir haben keine Pfeile. Das ist schlecht. Tja, die werden niemals so intelligent, dass sie automatisch ins Wasser laufen. Wenn doch, wäre wirklich fies, ey. Also dann... Ah, ein Creeper. Na, Creeper, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, wa? Ja, spreng mich doch in die Luft. Versuch's doch. So, wie ich mein Glück und mein Pech kenne und einschätzen kann, steht gleich ein Creeper hinter mir und macht Bumm. Also, da habe ich wirklich in den Jahren des Let's Plays so viel Erfahrung gesammelt, dass du immer aufpassen musst, was hinter dir steht. Oder wo genau jetzt der Abhang war. Weil sonst kann man mal ganz schnell die Radieschen von unten sehen. So. Ah, hier geht das los mit Zombies. Heilige Scheiße, ich habe mich erschrocken. Komm her, Zombie. Obwohl, ich hab's mir doch anders überlegt. Bleib weg. Du sollst wegbleiben, habe ich gesagt. Wir dürfen ja die Wüste nicht aus den Augen verlieren, sonst sind wir mal ganz schnell von der Welt abgeschnitten, die wir kennen. Dann wissen wir nämlich nicht mehr, wie es zurückgeht. Oh, hab ich dich angeguckt. Komm her, du Pissnelke. Oh, Mann. Ah, fuck. Nein, wo? Okay, das ist fies. Oh. Gleich steht er vor mir. Oh, ich mag sowas nicht. Alter, heftig. Da geht das Gewusel aber richtig los. Okay, Kumpel. Rüstung haben wir an. Halten wir ja ein bisschen mehr aus. Ach komm, geh kaputt. So, Leute. Was für ein Idiot. Ah, jetzt geht's hier los. Bossfight, Alter. Es lebe der unendliche Bogen mit Aufbesserung 3 oder sonst was. Wo bist du, Spinne? Spinne? Ha, reingefallen. Tja, Kumpel. Ihr rechnet damit nicht mit, wa? Fall dir mal gleich aus den Socken. Da musst du früher aufstehen, Kumpel. Wo ist diese Spinne? Treffe ich den Kerl? Jo, natürlich. Verdammt bin ich gut. Oh, ein Creeper. So, dann wollen wir jetzt mal hier uns auf die Expedition begeben und alles einsammeln, was wir eben vor ins Korn genommen haben. Aufs Korn? Ich weiß es gar nicht. Bin so verpeilt im Moment. Und nein, ich habe nichts genommen. So. Spinnweben. Oder Seile, wie auch immer. Creeper verloben. Alter, voll viele Creeper und Skelette da hinten, ey. Yo. So muss das. Tote Spinne. Na, Creeper, Bock auf Streit? Ah, ich habe dich trotzdem getroffen. Ich treffe ihn. Ha, getroffen, Kumpel. Oh. Enderman weg.
Komm, ich guck dich an. Was machst du jetzt, hä? Ah, komm. Hals, Mund. Willst du mich mit einem Block hauen? Mit einem Sandblock? Du bist richtig fies, weißt du das? Ah! Oh, Mann. Okay. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt mal langsam Richtung Basis. Ah, was haben wir denn hier Feines? Ah! Oh Mann, ey. Ich hasse sowas. Mann, ich bin ein richtiger Feigling. Oh. Ja, bekämpft doch gegen. Ist ja echt klug, Leute. Wir sehen uns dann in Peking. Oh, der war heftig hier, der Drop. Nervt nicht! Oh, jetzt habt ihr euch doch wieder angefreundet. Ihr seid ja Sacknasen. Hau ab. Seht zu, dass du Land gewinnst. Die stecken in der Luft. Cool. Punkte. Punkte. Oh, egal. So. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zurück in die Basis und sortieren das Ganze mal ein bisschen ein. Na, scharf, Bock auf Sterben. Heilige Scheiße. Stirb. Was haben wir denn damit aufgebessert, ey? Unendlichkeit 1, Stärke 5, Schlag 1. Ja, das Ding hat richtig Wurms. Wartet mal. Jetzt werden wir hier mal den Creeper so ein bisschen eine Schallplatte rauslocken. Nein! Ich wollte nicht, dass er stirbt. Okay, zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht. Insgesamt wollte ich natürlich, dass er stirbt. Ich glaube, wir müssen echt mal eine Enderperle dabei haben, damit die uns nicht ewig sich wegporten. Ah, Skelette. Erstmal die gefährlichsten Dinge beseitigen hier. Boah, das ist ja richtiges Zielschießen, wie auf dem Rummelplatz. So macht das Spaß. Stirb, Kumpel. Sehr viele XP, die hier so verschwendet auf dem Boden rumliegen. Dann werde ich mir die einfach mal gönnen. Ein Dorfbewohner, der sieht der wie Thaddäus aussieht. So, dann wollen wir mal den hier. Stirb. Heilige, hier ist ja alles voll. So, Kumpels, ihr müsst mir helfen. Nein, 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 nein! Oh, puh. Ja, toll, ich darf das nachher wieder in Ordnung bringen, weil ihr so blöd wart, das zu machen, was ich wollte. Wieder mal eine herausragende Intelligenz. So, jetzt können wir die Kacke erstmal wieder dicht bauen. Weil die nicht zielen. Warte mal. Das reicht sowieso nicht, so wie ich mein Glück kenne. Ja. Seht ihr? Ja, dann noch reinfallen. Yo, Regen noch. Ey, jetzt hätten wir mal in dem anderen Gebiet sein müssen. Hätte es jetzt geschneit, das wäre cool gewesen.
Oh, das fällt nachher überhaupt nicht mehr auf, dass er was war. Wir haben ganz viele Knochen gekriegt. 3, ganz viel echt. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen Gras machen. Das sieht nämlich viel hübscher aus. Und es fördert unsere Moral. Ja, jetzt ist dann... Lol. Von wo hat der uns denn schon gesichtet? Ah, das war eine falsche... Na, deine Intelligenz. Oh, ich hatte gerade ein bisschen Angst, aber das hat man Gott sei Dank nicht gemerkt. So, meine lieben Freunde der Sonne, ich würde sagen, das regnet. Unser kleiner Junge hier mit Aero to the Knee wird sich jetzt eventuell hier mal so ein bisschen ins Bett lümmeln. Und sich entspannen. Und damit sehen wir uns dann auch im nächsten Part wieder. Nachdem wir dann die... Oder nachdem wir die Sachen einsortiert haben, natürlich. Einen müssen wir immer behalten. Das wissen wir ja. So. Werkzeugkiste. So Leute, ich würde sagen, das war's erstmal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Einmal vorher was essen. Und ja, gebt bitte Rückmeldung. Abonnieren wäre wirklich sehr nett von euch. Gebt bitte eine positive Bewertung ab. Schreibt Feedback. Würde mich sehr drüber freuen nach der langen Zeit. Mal schauen, wie viele Fans ich noch habe da draußen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer xGamer032x. Tschüssi. Okay, also das ist jetzt wirklich peinlich. Bis dann.